Und willkommen zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge, Teil 1 der Nordland-Trilogie, die Schicksalsklinge. Wir befinden uns in der alten Zwingfeste in Torval mit unserer Super-Duper-Jägertruppe, Super-Duper-Jägertruppe, der Andergaster Geheimgarde, die nur aus Frauen besteht. Und sind jetzt gerade hier dabei, in einen Gang reinzugehen. Und es ist schon sehr schaurig. Aus dem Raum vor euch könnt ihr das Geheul gemarterter Seelen vernehmen. Wollt ihr wirklich diesen Gang lang gehen? Und ich kann nur sagen, ja, das machen wir. Wenn wir jetzt schon hier unten sind, dann machen wir das jetzt auch. Wir haben die ganzen Skelette bisher ohne Probleme gemeistert. Was kann uns hier denn jetzt noch anhaben? Also bitte noch mehr Skelette. Hä? Noch ein Skelettritter. Also, ja, wir gehen weiter. Und es passiert nichts. Na klasse, es geht, passiert nichts. Ich dachte, jetzt geht ein riesen fetter Kampf nochmal los. Nein, es passiert nichts. Gehen wir halt weiter. So. Und, okay, jetzt kommt der Kampf. Hat mich schon in Sicherheit gewogen. Was haben wir da? Das. Keine Ahnung, was das ist. Kann ich das. Ach Mann, warum kann ich denn das nicht Werte prüfen? Jägerin der ersten Stufe, Attacke 8, Parade 0. Parade 0? Das stimmt nicht. Ein Jäger pariert dann mit waffenlosem Kampf. Du kannst nicht zaubern, du kannst dich nur aus dem Staub machen. Lassen wir mal rankommen. Zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Zu weit. Oh, sag mal, kommst du hier nicht raus? Sieben. Jetzt. Rosena. Komm, einmal nach hinten an die Wand. Sichern. Ramira. Du bist doch dumm. Oh, jetzt bewegt sie sich noch dümmer. Oh, diese 3D-Sicht hier hinten ist schrecklich. Gut, machen wir hier. Sichern, komm. Geht nicht anders. Du gehst einen nach hinten. Und machst einen Jägerangriff. Ach, ein Hestod. Okay. Nix getroffen. So, du verpieselst dich auch. Denn nachdem es jetzt klar ist, es ist ein Hestod. Das ist ein Dämon. Sagt, sagt Traviane, das ist doch unsinnig. Unsere Pfeile prallen da ja irgendwie ab oder werden ständig abgelenkt. Myrnhild stimmt dem zu. Schließlich hat sie ja schon entsprechend besonders gut gezielt das letzte Mal und nichts getroffen. Deswegen geht sie nach hinten. Vor allen Dingen aber auch, weil Remira ganz klar sagt hier, das ist auch ein Fall für uns, Leute. Wir stehen halt nicht nur dumm rum und kommandieren euch durch die Gegend, sondern wir kümmern uns auch darum, dass die Viecher aus dem Dämonenreich, ja, euch, dass wir die euch vom Hals schaffen. So, und jetzt kommt der Hestod noch näher. Und jetzt darf Rosana sich auch noch mal hier aus dem Staub machen. Komm.
bis hier drüben hin. Gut. Weg. Hauptsache, sie ist aus dem Weg. Was macht Arnold? Ach, wo ist denn Arnold jetzt schon wieder? Stehst du auch im Weg? Du stehst auch im Weg. Komm, hier steht da hinten jetzt in Reihe und Glied. Sylvana schwingt den Zauberstab, den großen Stab. Ruft Fulminictus, Donnerkeil, triff und töte wie ein Pfeil. Und macht wunderbare 10 Treffer, 10 Schadenspunkte. Der Dämon schüttelt sich so ein bisschen und ja, Sylvana legt gleich nochmal nach. Fulminictus Donnerkeil, triff und töte wie ein Pfeil. 16 und mit 2 grandiosen Treffern des Zaubers geht einmal der Dämon runter. Wir kriegen 30 Punkte und Arnold Beiler hat soeben eine neue Stufe erreicht. Dann wollen wir mal sehen. Okay. Welche Eigenschaft, positive Eigenschaft soll gesteigert werden? Ganz klar. Wir steigern die Körperkraft. Und ich sehe nicht, dass es geklappt hat. Ich sehe nur, dass der Wert gestiegen ist. Gut, was senken wir jetzt? Wäre eigentlich ganz gut, schon natürlich die Raumangst zu senken, weil die mit 7 doch relativ hoch ist. Ich habe mich aber entschlossen, jetzt die... Wobei, eigentlich Raumangst ist schon richtig. Weil ich glaube nämlich, wegen der Raumangst... Oder, nee, Moment, die Totenangst kann das sein, dass der Mut runtergeht. Deswegen nehmen wir die Totenangst. Weil Raumangst sollte sich eigentlich anderweitig bemerkbar machen. Also, Totenangst, hurra, geschafft, auf 4. Lebenspunkte steigen um 3. Das ist nicht besonders viel. Okay. Und Steigerungsversuche, komm, das machen wir jetzt auch mal schnell. Waffenlos. Parade. Schusswaffen klappt wieder mal nicht. Ach komm schon. 3-mal Schusswaffen nicht geklappt. Und Schwerter natürlich. Und hier nehmen wir die an. Nein. Okay. Alles Unsinn, was ich jetzt hier gemacht habe. Alles Unsinn. Also. Gut, Intuition, klar, Gefahrensinn, die Sinnenschärfe. So, jetzt unser Handwerk, Schlösser knacken, jawohl, Handwerk, Schlösser knacken, Handwerk, Schlösser, nicht mehr möglich, gut. Körpertalente, Klettern, auf 5 bringen. Körperbeherrschung. Selbstbeherrschung ist misslungen. Nochmal misslungen. Warum habe ich denn so viele misslungen jetzt? So. Geht jetzt nicht mehr. Gut. Bringen wir Klettern noch auf 6. Und das Schwimmen klappt jetzt auch nicht. Also... Irgendwie will der mich doch jetzt verarschen. Der will mich doch jetzt echt verarschen. Wunden heilen geht auch nicht. Also so einen schlechten Kram habe ich ja noch nie erlebt. Ey, alles Mögliche misslungen hier. Echt. Ich spiele das nochmal in aller Ruhe nach. Also das kann doch echt nicht wahr sein. Das ist nicht nur Pech. Das ist Bestrafung hier. Dabei liege ich so gut mit meiner Truppe bei den Kämpfen. Das ist nun echt, echt übelstes Mistwerk hier. Also, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Werden wir nochmal spielen. In einer ruhigen Runde. Und dann geht es dann ja weiter hier. Gut. Arnhild. Dies scheint ein ehemaliger Zufluchtsraum zu sein. Zumindest scheinen die Pritschen nahe zu legen. Jedoch schalten sich 3 Skelette. Ach,
Aus dem Schatten kommen drei Skelette auf uns zu. Gut, wieder drei Skelette. Wollen wir nochmal gucken, wie können wir uns denn jetzt gut bewegen? Ich mich zwei Felder hier rüber bewege, kann ich direkt... Ach nein, da steht jemand davor. Vielen Dank. Mann, ihr steht auch alle doof im Weg, Leute. Gut, dann halt so. So. Was ist mit dir? Du kannst dich da hinstellen. Komm. Arnhild, Meisterschütze. 5. Na gut. Ja, ihre Schwester Myrnhild möchte natürlich auch gerne mal ein bisschen eingreifen. Kommt von hinten aus der Deckung, hat aber nicht mehr genügend Punkte, erreicht das Schlachtfeld gerade so. Und da Arnhild sich vorgeprängt hat, kann Traviane nicht mehr schießen. Vielen Dank, Arnhild. Deswegen bist du eine Meisterschütze, weil du immer in unsere Schussbahn läufst. So langsam breitet sich ein bisschen Zickenterror aus, würde ich jetzt mal sagen. Und es spornt dann aber auch an, dass sie ein bisschen mehr, schneller und eifriger die Pfeile schießen. Und nochmal ein Angriff. Dadurch, dass eine Skelett immer noch nicht getroffen wird. Dann kommst du und komm. Und hopp. Jawohl. Und das erste Skelett ist hinüber. 1, 2, 3. Dann sagt sich Traviane, sie nimmt das nächste. Komm. Und macht natürlich gleich einen Volltreffer. Das muss ich echt sagen. Das ist echt genial mit den Bogenschützen. Ja. Ich war ja am Anfang noch so ein bisschen verärgert, weil ich nicht mehr wusste, dass hier das schwarze Auge Teil 1, dass man da nicht schräg schießen kann. Aber die anderen, die Gegner können auch nicht schräg schießen. Das ist halt auch das Tolle dann dabei. Und dementsprechend... Ha! Gehen halt auch die... Muss man sich nur ordentlich bewegen können. Und dann gehen halt auch hier die ganzen Gegner in Reihe und Glied drauf. Und zack! Und wir kriegen noch ein Schwert. Noch mal gucken. Ja, mit dem einen Schwert kommt sie zurecht, hat noch 7. Gut. Also wir sind durch den Mittelgang durch. Was haben wir hier hinten jetzt noch? Hier hinten waren zumindest schon mal noch mal 3 Skelette. Da ist noch eine Tür. Finden wir hier sonst noch irgendwas? Nö, hier ist noch eine Tür. Mach sie auf. Dies scheint ein, ne, jedoch alles fein sauberlich. Okay, dies scheint ein ehemaliger Vorratskeller zu sein. Regale an den Wänden, Thron und Fässer zeugen von einer gut organisierten Vorratshaltung. Auf den ersten Blick scheint jedoch alles fein säuberlich ausgeräumt zu sein. Ja, von den Skeletten oder was? Also, irgendetwas ist hier doch noch gewesen. Irgendwas ist noch faul. So, Traviane stürmt vor. Das ist meiner. Diesmal will ich Volltreffer machen. Und sie trifft auch recht gut. Aber das Skelett wankt und schwankt noch in Richtung der Truppe. Zumindest steht jetzt... Steht Traviane jetzt so weit im Weg, dass Arnhild keinen Schuss machen kann. Was natürlich gleich mal wieder zu dem nächsten Seitenhieb, dem nächsten Frust hier zwischen den... Weil sie sich inzwischen überbieten wollen. Wer ist jetzt der Meisterschütze hoch 3 im Skelette abschießen? Man fühlt sich so ein kleines bisschen an Gimli und Legolas erinnert.
Okay, und du kannst sowieso niemand nichts treffen, also sicherst du dich an der Wand. Und Mirnhild steht ganz hinten. Oh, Schwesterchen, natürlich, ich komme auch mal zu euch. So, kann aber nichts mehr machen. Ja, und Sylvana guckt sich im Hintergrund das alles in aller Ruhe an. Denkt sich, meine Güte, wir haben den fetten Dämon gekillt und die reißen sich darum, ihre Pfeile in die Skelette rein zu rammen. Ja, Rosena hat sich mit ihrem taktisch klugen Winkelzug hier an der Wand postiert, sehr gut positioniert, um von hinten jetzt das Skelett anzugreifen und versetzt natürlich auch den entscheidenden Stoß. Okay, ein Raum und neues Glück. Und finden wir hier noch irgendwas? Zack, zack, zack. Gehen wir die Mitte nochmal ab. Zack, 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 zack. Nee. Nö. Wir sind jetzt zwar noch diese zwei schwarzen Felder, da mitten im Nix, aber da kommt man nirgendwo lang. Also, das war's wohl scheinbar. Hier geht's wirklich nirgendwo mehr lang, ne? Gut. Ja, machen wir doch mal so einen kleinen Schnitt, würde ich mal fast sagen. Wir sind ja noch relativ frisch hier. Das Einsammeln spare ich mir jetzt, euch zu zeigen. Also, ich mache jetzt einen kleinen Schnitt und dann befinden wir uns gleich auch wieder entsprechend voll ausgeruht im Zartempel draußen, wo es dann weitergeht. Also, bis gleich. Ach nee. Von wegen bis gleich. Was wollte ich denn? Hab da noch was vergessen? Also, gehen wir mal raus. Ich muss ja noch die Leiter hochgehen. Das habe ich ja ganz vergessen. Sonst zeige ich das ja gar nicht. Also, es geht natürlich raus. So, wir müssen ja erstmal zurück wieder durchtauchen. Also, so. Rosena, kannst du durchtauchen? Geht die Luft aus. Ach Mann. Dann Mirnhild. Geht die Luft aus. Traviane. Geht die Luft aus. Arnhild. Jetzt klappt's. Gut, kommen wieder alle. Nein, Rim. Ah, gut, Remira kommt wieder mal nicht durch. Okay. Gut, noch mal ein paar Einbeeren gegen den Schock im Wasser. Jetzt wollte ich doch glatt schon hier zu früh den Schnitt machen. Ich muss doch auch noch raus aus dem Dungeon. Also. Es ist ja so, dass ich ja hier unten gar nichts machen konnte, aber jetzt hier auf dieser Ebene, konnte ich ja hier oben, gab es hier oben was, wo man hochsteigen konnte. Und das machen wir jetzt nämlich. Weil wenn wir nämlich jetzt da hochsteigen, zack, passt auf. So, über euch könnt ihr einen Spalt in der Decke erkennen und auch einen kühlen Luftzug verspüren. Wollt ihr den Spalt verbreitern und versuchen, diese klamme Höhle zu verlassen? Jawohl, das machen wir. Es dauert zwar einige Zeit, aber schließlich habt ihr es geschafft. Ihr zieht euch hoch und steht in einem verlassenen Keller. Oho, da hat wohl einer ein kleines Löchlein hier zu dem hier. Plötzlich hört ihr Geräusche an der Tür. Und noch ehe ihr reagieren könnt, werdet ihr vom grellen Licht einer Laterne geblendet. Aha, wen haben wir denn hier? Grottenschrate wohl. Guten Tag, Sohn des Gordosch, mein Name. Kommt mal raus, damit ihr euch ansehen kann. Im Lauf der nächsten Stunden nehmt ihr einige zwergische Biere zu euch. Und die Stimmung wird immer entspannter. Es stellt sich heraus, dass Gurtag ein Bekannter von Meister Dramosch ist und ihr somit keine Anzeige wegen Einbruchs befürchten müsst. Anschließend führt euch der nette Zwerg hinaus auf die Straßen Torvalds.
Ja, und so kommt man raus. Und jetzt gucken wir gleich mal, wo wir rauskommen. Wir kommen hier oben bei diesem Schmied raus. Ja, wollen wir uns bei dem Schmied auch gleich mal bedanken. Ah, er hat nicht geöffnet. Ja, aber nur mal als kleine Info, das war der Schmied, mit dem wir uns so wunderbar gekappelt haben, noch vor ein paar Tagen. Und jetzt auf einmal ist er gut Freund. Mal gucken, ob er auch gut Freund bleibt. Auf jeden Fall. Achso, das war der, ja genau, wo ich sagte, du bist Freund von Meister Dragosch. Und ich brauche doch Informationen von dir über Meister Dragosch. Aber nee, hat er nichts rausgerückt. Stattdessen hat er uns rausgeschmissen. Musste sogar die Stadtgarde einschreiten. Okay, mache ich jetzt einen kleinen Cut. Jetzt aber und werde jetzt in aller Ruhe nochmal durch den Dungeon durchgehen. Alles Mögliche, was in allen Ecken da irgendwo lag, einsammeln. Vielleicht gibt es nochmal den einen oder anderen Kampf, den ich euch dann nicht. Ist einfach langweilig, gegen die Skelette zu kämpfen. Zweit Schuss, manchmal nur ein Schuss und das Skelett ist weg. Und ja, dann gehen wir weiter und schauen, wo wir weiter so ein bisschen machen können. Gut, also ich bin jetzt hier wieder im Zartempel und habe ein bisschen mich regeneriert und so weiter von der strapaziösen Tour und zwischendrin halt auch noch mal den ganzen Dungeon wieder ausgeräumt. Also das ist alles, was man so macht. Ja, ich sag mal, was man halt so macht, bevor man ja na, nicht bevor, nachdem man den Dungeon halt entsprechend gesäubert hat. Zwischendrin auch noch mal das ein oder andere Skelett mitgetötet, aber das ist ja kein Problem. Und ja, gut, die Stabzauber, die waren ja sowieso schon vollständig auf meinen Personen drauf. Und deswegen gucken wir uns die Leute gleich mal an. Hier, wir sehen ja, Arnhild ist ja schon auf der Stufe 2. Die anderen sind relativ weit, quasi, dass sie auch bald auf Stufe 2 kommen. Und vielleicht erleben wir ja noch ein bisschen was. Ja, wir haben jetzt schon 17 Uhr. Eigentlich wollte ich ja aufbrechen. Ich hatte ja schon das letzte Mal ein bisschen vorbereitet dazu, bezüglich Aufbrechens. Habe hier halt allen entsprechende Eidbeeren gegeben zur Heilung und genügend Pfeile und auch ein paar Sachen hier. Gullmundblätter und so weiter. Belmattblätter, ein paar. Was sind das nochmal? Ein paar Wieselkräuter geholt und so weiter. Und aber ich denke mal, da es jetzt schon so spät ist, breche ich jetzt nicht auf, sondern gehe einfach nochmal eine Runde Informationen sammeln. Zum einen natürlich kriegt man am besten Informationen durch indem man immer wieder Dramosch fragt, ne? Meister Dramosch, la la la, wollen wir ein paar Amboss-Kronen? Und dann erzählt er ein bisschen was und wir erzählen ihm halt entsprechend, dass wir hier diese ganze Höhle unten ausgenommen haben, dass da noch ein Hestod, also ein Dämon gewesen ist, was er da alles so unten drunter hat. Aber jetzt ist alles sicher, der Dämon ist tot, die Skelette sind tot, ja, vielleicht kommt mal hin und wieder mal ein Skelett oder nochmal ein Räuber verirrt sich dahin. Und wir erzählen ihm natürlich auch, dass da ein Eingang ist rüber zu seinem Freund, dem Schmied, der uns seltsamerweise mag, aber auch wieder nicht mag. Ne? Deswegen, das zeige ich jetzt auch gleich nochmal. Das ist ja nämlich der Schmied, der uns rausgeschmissen hat. Gut, und Meister Dramosch mag uns. Lalalala. Die Botschaften sind ziemlich uninteressant. Ja, was meint ihr denn immer mit Botschaften? Und ja, es gibt hier so ein paar Botschaften. Nein, hier geht's. Warum gehen die da jetzt nicht? Waren das die Botschaften nicht? Nee, das waren die Botschaften nicht. Wie kommt man eigentlich in dieses Haus da rein? Man kommt in das Haus rein, aber man kommt in das Haus nicht rein. Merkwürdig. Hat er das? Ist das Haus irgendwie ganz komisch? Was ist denn das eigentlich für ein Haus da? Da kommt man gar nicht rein, ne? Seltsam. Okay. Gut. Ja, solange es noch ein bisschen hell ist, fragen wir halt nochmal Dramosch. Die Botschaften des Mittelreichs ist geschlossen. Ja, natürlich. Die Botschaft des Mittelreichs ist natürlich geschlossen, denn zwischen den Garretern und den Torvalern
bahnen sich halt immer wieder Spannungen an. Bitte bahnen sich richtige Spannungen an. Und trotz des Orkenproblems, ja, die Garäter haben halt andere Sorgen. Die Bewohner von Windmühlen sind gelegentlich etwas seltsam. Würde mich nicht wundern, wenn sie Strandpiraterie betreiben würden. Okay. Die Windmühlen könnte man vielleicht auch nochmal aufsuchen. Und was jetzt? Was hat er noch? Wenn ihr zu viel Geld habt, geht doch zu Störrebrand. Ja, das ist die Frau im Krämerladen. Was hat er noch? Im alten Fluchtturm geht's um, das sag ich euch. Ja, da können wir auch noch mal vorbeischauen, aber vielleicht kommen wir da halt später rein, ne? Vielleicht müssen wir da irgendwas später noch machen. Fluchtturm ist der Turm, der hier ist. Hier, dieser große, und der hat auch so ein anderes Zeichen. Vielleicht ist da noch mal was. So, was sagt er jetzt? Die Drahtzieher sitzen im Eisenhof. Okay, gut. Und wenn ihr Papierkram habt, geht doch zum Magistrat. Und hast du noch irgendwas? Die Bewohner von Windmühlen. Okay, vielleicht sollten wir mal die Bewohner von Windmühlen noch mal aufsuchen. Ich glaube, das hier sind die Windmühlen. Ne? Ihr steht vor einer Windmühle. Einem Wunderwerk der Technik. Wollt ihr anklopfen und den Müller besuchen? Ja, ich sagte doch, dass ihr mich in Ruhe lassen solltet. Okay. Gut. Besuchen wir nochmal. Ich sagte doch, dass ihr mich in Ruhe lassen solltet. Vielleicht ist er ja gleich genervt. Nein. Doch mal. Nein, offensichtlich. Okay, gut, dann halt nicht. Was sagt der Hetman? Da passiert nichts mehr. Da passiert auch nichts mehr. Werdet ihr abgewiesen? Werdet ihr abgewiesen? Werdet ihr abgewiesen? Okay, die wollen alle nichts mehr von mir. Gut. Was kann ich denn jetzt zu so später Zeit noch machen? Ich könnte jetzt noch mal in eine Taverne gehen. Oder? Ich könnte eigentlich noch in eine Taverne gehen, ja. Sonst irgendwas, was ich noch machen könnte? Das Stadion hat halt noch nicht offen. Sonst würde ich ins Stadion gehen. Da könnte man nämlich noch mal ein bisschen kloppen. Aber dann gehen wir doch in eine Taverne. Ist das hier eine Taverne? Nein, das ist keine Taverne. Das hier ist eine Taverne. So, wir besuchen die Taverne und sind in der Taverne Vier Winde. Gut. Wie sieht es mit unserem Essensbedarf aus? Oh ja, sieht, geht noch in Ordnung. Ah, Entschuldigung. Passiert halt mal beim Spielen. So, fragen wir mal gleich mal. Ihr betretet die Taverne. Es sind nur wenige Gäste anwesend. Der Wirt mustert euch kurz. Dann wendet er sich wieder einer Reihe von Krügen, Bechern und Karaffen zu, um sie gelangweilt zu sortieren. Der Wirt schaut euch fragend an. Womit kann ich dienen? Und auf die große Feier, große, dadurch, dass wir die Kriegerakademie da geholfen haben und den Dämon besiegt haben, eine Runde für alle. Der Wirt klopft kräftig mit dem leeren Holzbecher auf die Theke. Habt ihr gehört? Die Reisenden hier geben einen aus. Die Schankmaid eilt sofort hinter die Theke und macht sich daran, eine Reihe von Krügen und Bechern zu füllen. Das macht 20 Silbertaler, sagt der Wirt. Und einen für euch, guter Mann. Habt Dank, gut zahlende Kunden wie euch weiß ich zu schätzen. Der Wirt streicht das Geld ein, hebt einen Krug in die Höhe und ruft laut in den Schankraum: Ein dreifaches Prosit auf die Spender! Die übrigen Gäste stimmen ein, Umstehende klopfen euch wohlwollend auf die Schulter und stoßen mit euch an. Am Nachbartisch wird es etwas lauter. Es scheint so, als würde gerade ein bärtiger Fahrensmann, wie es sich gehört, mit Holzbein und Augenklappe, gerade wüstesten Seemannsgarn von sich geben.
Ein Totenschiff, ein Geisterschiff, sag ich euch. Von der Bilge bis hoch in die Rahn, mit Untoten bemannt. Ich sage euch, das ist der Fluch Efferts. Oder vielleicht Mabos, der Tochter Borns, des Totengottes. Also die Tochter von Boron ist Mabo. Interessant. Ich kannte mal jemanden, der hat seine Spielfigur Mabo genannt. Offensichtlich war das deswegen, hat er das hier rausgenommen. Also ist immer wieder interessant, wo manche Rollenspieler ihre Namen herhaben und wo man die wieder herbekommt. In das Schwarze Auge sehr viel und in anderen Fantasy-Sachen auch immer sehr viel. Ich habe da mal vor Jahren eine Geschichte gehört, dass Mabo in menschlicher Gestalt auf einem Schiff gefahren ist und eine Horde Seeleute über sie herfielen. Das Schiff soll nie in seinen Bestimmungshafen angekommen sein. Und nur der tumpe Schiffskoch konnte gerettet werden. Ach was, dummes Geschwätz, sagen einige andere. Wirt, noch 3 Bier. Ja, so viel zu dem Seemannsgarn. Aber ganz interessante Geschichte und jetzt brauchen wir auch noch diese Geschichte, ganz klar. Ohne diese Geschichte werden wir nämlich dieses Totenschiff nicht in der Bucht von Prem finden, also bei unserer Überfahrt, die wir dann nochmal irgendwann mal machen. Eine Frau tritt zu euch an die Theke. Darf ich euch auf ein Bier einladen? Na gerne, immer doch, gutes Mädel. Hey Wirt, Bier für mich und meine Freunde. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Firunja Olgasdotter. Gut, wir stellen uns auch vor. Sie erzählt ein wenig über den Ort und an der Werft werden sogar Karavellen gebaut. Können wir uns vielleicht unser eigenes Schiff zulegen? Ist klarzustellen, man kann sich sein eigenes Schiff zulegen, nur es dauert halt so lange zu bauen, bis dahin ist das Spiel zu Ende. Tja, nichts für ungut, Freunde, aber ich muss jetzt leider nach Hause. Es war nett mit euch zu plaudern und euch kennenzulernen. Verabschiedet sich. Noch immer geht es in der Kneipe zu wie auf einem Marktplatz. Mag sein, dass ein paar Gäste die Kneipe verlassen haben. Genauso gut können wir aber auch neue Besucher hinzukommen. Bei dem Lärm und Gedränge lässt sich das nur schwer feststellen. Wollt ihr euch an der Theke vergnügen, etwas Essen bestellen oder die Taverne verlassen? Gut, also ich sag mal, wir bleiben noch mal ein bisschen an der Theke. Der Wirt kommt mit 6 Krügen, gleich habe ich ein bisschen Zeit für euch, wartet noch einen kleinen Mund, ihr trinkt ein Bier und wartet. So, da bin ich auch schon bei euch. Was kann ich für euch tun? Ja, ihr kennt euch doch hier aus. Tja, ich weiß eine ganze Menge. Die Beilunker Reiter haben eine Station in der Nähe der Fähre. Zum Beispiel aber, ob es weiterhilft? Okay. Naja, dann lasst mal überlegen. Hey, wenn ihr Torwall besucht, müsst ihr ein Imam-Spiel gesehen haben. Ah, gut. Was gibt es denn sonst noch interessant? Oh, der ist ja richtig redselig. Ach ja, die Bewohner der Windmühlen sind gelegentlich etwas seltsam. Würde mich nicht wundern, wenn sie Strandpiraterie betreiben. Ich glaube, ansonsten ist mein bescheidenes Wissen ein wenig von Nutzen für euch. Er zuckt mit den Schultern und deutet andere an der Theke. Außerdem werde ich jetzt wieder von einem Stammkisten gebraucht. Ein Mann tritt zu euch an die Theke. Darf ich euch auf ein Bier einladen? Da, natürlich darfst du das, ne? Hier wird Bier für mich und meine Freunde. Mein Name ist Laske Gundrizon. Stellen uns vor. Und erzählt ein wenig über den Ort. Das Interessanteste wäre, der Hjaldingard-Turm ist ein prima Aussichtspunkt. Von dort könnt ihr fast bis nach Prem sehen. Okay, das ist dieser Turm direkt hier neben der Akademie, wo wir aber auch irgendwie nicht rein können, weil keiner da ist. Tja, nichts für ungut, Freunde, aber ich muss jetzt leider wieder los. Gut, dann geht er wieder weg. Der Wirt läutet die letzte Stunde ein. Die meisten Gäste gehen, leeren ihre Krüge. Ja, ich werde die Taverne auch verlassen. Ihr bezahlt das letzte Bier. Als ihr nach draußen geht, wünscht euch der Wirt noch einen guten Heimweg. Remira Galette hat über den Durst getrunken. Ja,
Das ist natürlich typisch, weil im Süden da, also die sind den Alkohol nicht gewohnt, wie, anders wie die Nordländer hier, die Anagasta, die den Alkohol natürlich gewohnt sind. Und kostet uns 5 Silber. Alles zusammen. So, dann wollen wir hier jetzt auch noch mal übernachten drin. Ein Zimmer mieten. Ich habe doch schon ein Zimmer gemietet. Ach so, nee, habe ich nicht. Ups, ich dachte, ich hätte schon. Einfach ein Schlafsaal, das reicht vollkommen. Wir brauchen nicht großartig regenerieren, wir müssen nur die Nacht überstehen. Und dann gehen wir am nächsten Tag nämlich jetzt auch schon weiter. Denn wir wollen den Ort jetzt auch verlassen. So, zack, 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 laufen wir schon mal zum Ortsausgang. So, schnell, bevor uns hier noch einer irgendwas Böses anhat. So, und bevor es jetzt, ich werde jetzt hier eine kleine Pause machen. Also, wir sehen uns dann wieder bei im nächsten Teil. Und dann geht es weiter, die Überlandtour in Richtung Feldstein, wo uns, ja, wie heißt er denn jetzt nochmal, der Knabe? Ich habe es mir aufgeschrieben, Islaif Olgarsson erwarten wird. Und vielleicht erleben wir ja auf dem Weg dahin noch ein paar nette Abenteuer. Bis zum nächsten Mal, sagt der Captain.